Moin Nerdtester und herzlich willkommen zu einer Review oder ein kleines Ende erklärt, sage ich mal, zu dem neuen Netflix-Film Six Underground. Ein Film von Michael Bay, der Regisseur, der natürlich auch Transformers und Bad Boys uns beschert hat. Hat er es diesmal geschafft? 150 Millionen US-Dollar kam dieser Film? Nein. Muss man einfach so sagen, ist einfach so. Wenn man die erste halbe Stunde betrachtet, sind da sehr viele Filmfehler drinne. Sehr viele Logikfehler, sehr viele Continuity-Fehler, also ich sag nur eins, Kappe auf, Kappe ab, Kappe auf, ab, ein Schlüssellöcher da, nein da, Spiegel ab, ab und so trägt sich das durch den ganzen Film. Trotzdem muss man sagen, sind die Action-Szenen und der Humor ganz gut auf jeden Fall in diesem Film. Man kann sich den anschauen, aber teilweise ist der Storyaufbau durch Flashbacks und irgendwie macht das überhaupt Sinn für diese ganze Story. An sich ist das sehr komisch dargestellt. Also ich finde auch dieses, ja, der geht ja über 2 Stunden, der Film. Und man muss einfach sagen, die, sag mal, Autoren oder die haben ja auch Deadpool geschrieben oder natürlich auch Zombieland. Und da merkt man einfach so, klar haben sie ihre Erfahrung und wollten vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber man sagt ja auch mal, ein Autor kann natürlich einen Film gut schreiben, der Regisseur muss da was auch bringen. Oder andersrum natürlich auch. Du kannst ja auch nicht so gut sein wie der Regisseur, der muss das alles beides stimmen. Und es ist einfach hier nicht so, wo man sagen muss, es stimmt alles. Es ist einfach so, muss man einfach hier betrachten. Die Action-Szenen sind wirklich gut gemacht. Man hat hier vieles inszeniert, was man vielleicht auch nicht so kannte. Man hat auch viele Filmzitate genommen. Aber manchmal dachte ich auch am Anfang so ein bisschen, wenn man diese ganzen Charaktere betrachtet, es hätte nicht sein müssen. Man hätte auch ein bisschen das kürzen können. Für mich war es jetzt wirklich keine 2 Stunden, die man jetzt voll machen hätte müssen. Und man muss einfach auch betrachten, diese Sache mit diesen, es sind ja sag ich, 6 Personen, nachher natürlich 7 Personen. Da muss man einfach sagen, weil Nummer 1 ist halt Ryan Reynolds, der für mich auch eigentlich am besten hiervon funktioniert, der auch Improvisationstalent zeigt mal wieder mal und sein Humor, der kommt einfach rüber. Die anderen Charaktere, da habe ich, ich weiß nicht, wie der Schauspieler jetzt heißt, der Blaine eigentlich noch am besten noch gefallen, aber ansonsten ist es wirklich so, wenn man sagt, ja, sie haben das gleiche, die gleichen Regeln wie in Haus des Geldes, man fühlte sich so ein bisschen in dieser Serie auch gefangen und man hat auch nicht die Beweggründe irgendwie rausgefunden, warum. Erst später, ja klar, warum das überhaupt so sein soll. Da komme ich auch so ein bisschen auch zu meinem Kritikpunkt. Also Kritik ist auf jeden Fall Logikfehler, ne? Storyfehler. Der Storyaufbau ist echt teilweise nicht gut. Man ist sehr stark verwirrt. Und schauspielerisch ist das alles okay, solide. Was mir sehr gut gefallen ist, sind natürlich sag mal, die Action-Szenen, die Effekte. Aber da muss man auch sagen, gab es auch sehr viele Schnittfehler oder zu schnell geschnitten. Und wenn, dann war es einfach nicht vom Aufbau gelungen halt. Ne? Aber der Humor hat mich trotzdem teilweise noch ein bisschen gekriegt. Und wo ich dann sagen müsste, okay, wenn man das alles betrachtet, ist es ein Film auf Netflix, den man vielleicht zu hoch gepriesen hat. Viele finden ihn natürlich sehr geil. Ich muss sagen, durch die ganzen Filmfehler und so weiter, ist es für mich nur eine 5,5 von 10. Muss man einfach so sagen, ist einfach so. Andere hätten den jetzt vielleicht höher bewertet und so weiter, aber ich hab mich da ein bisschen natürlich auch an den Filmfehler aufgehangen, auch an den Storyaufbau, der mir nicht so gefallen hat und das ist dann halt einfach so. Die Kulissen sind ganz gut gemacht und das CGI, aber das war es auch dann. Ja, Ende erklärt kann man so ein bisschen hier sagen, wie man gemerkt hat in diesem Film, es geht natürlich das gegen so eine, sag mal, Diktatur-Regime und dass man das, sag mal, das darf heutzutage auch gar nicht mehr sein. Es gibt natürlich noch einige Länder, da gibt es noch diese Diktatoren und das Volk ist ja hinter denen und hier ist es einfach auch so und natürlich haben sie das, sie sind ja alle Geister und das Ding ist halt, dass sie natürlich ihn stürzen möchten, den Diktator, sag ich mal, das ist dieser Reebok, keine Ahnung, irgendwie und das Ding ist halt hier einfach, ja, wenn man das Ende so betrachtet, ist es einfach so, dass man sagen kann, die Message an sich, es darf natürlich sowas nicht mehr geben auf dieser Welt. Es müsste eigentlich eine freie Demokratie geben. Freie Menschen, das ist das Ende ja so ein bisschen. Und man muss auch einfach betrachten, halt natürlich auch so, dass natürlich diese Jahre vergangen sind. Sie sind ja Geister. Die sind ja eigentlich nicht mehr am Leben. Und am Schluss sieht man ja auch, zum Beispiel, dass Ryan Reynolds halt ein Kind gezeugt hat.
Und dass man auch sagen könnte, es könnte sogar ein zweiter Teil kommen. Macht das Sinn? Eher nein. Wenn man überlegt, dass dieser Film auch 150 Millionen US-Dollar kam, macht das überhaupt keinen Sinn, so eine Art. Und macht mich auch so ein bisschen, wo ich sage, The Irishman, okay, geht 3 Stunden, hat mich eigentlich ganz gut unterhalten. Da wird auch noch was zu kommen. Aber dann, wenn man das wieder da betrachtet, ne, das verstehe ich dann. Gut, die Action-Szene, CGI ist halt mega teuer, ist klar. Aber das kann man dann gar nicht so nachvollziehen. Das kann man einfach so als Ende erklärt betrachten. Weiterhin eigentlich nichts. Ist ja ein stinknormaler Actionfilm, sag ich mal, eine Art, der jetzt nicht viel, sag mal, Fragen hinterwirft. Nur einfach wirklich so, dass alle natürlich immer Sachen erlebt haben in ihrem Leben, wo man sagen muss, damit sind sie nicht klargekommen und haben sich dann halt, ja, dann totgestellt. Ne? Sind auf die Nummer 1 da getroffen, auf Ryan Reynolds, der natürlich, der auch der einmal einen Einsatz hatte. Und da gemerkt hat, er wurde angegriffen und hat natürlich sein Gewissen, wollte er reinwaschen und hat diese Operation oder sag ich mal, dieses einfach, ja, dahingestellt und wollte natürlich so einen Diktator da stürzen. So, und das war dann halt so der ganze Film, wenn man das mal so betrachten kann. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den Film schon angeschaut? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Und wie ihr den so ein bisschen fandet, wie ich, ne? Ich, wie gesagt, fand den ja nicht so pralle, fand den halt, wie gesagt, mittelmäßig. Ja, das war mein Review gewesen und mein kleines Ende erklärt zu Six Underground auf Netflix, gestartet seit gestern. Und ich würde sagen, Leute, lasst gerne ein Like hier, lasst gerne ein Abo hier und bis dann und ciao und bam.